Ein Ziel ist wie eine Zielscheibe, das, wenn du richtig platzierst, immer treffen wirst. Mein Name ist Martin Zimmermann und in diesem Video erfährst du, warum es wichtig ist, Ziele zu setzen. Und am Ende sage ich dir auch mal kurz nach diesen vier Gründen, warum es wichtig ist, wie du sie dir am besten setzen kannst. Wenn dir dieses Video gefällt, wenn dir mein Kanal gefällt, dann abonniere gerne, setz ein Like drunter oder schreib in die Kommentare, was dir gefällt oder was dir sonst noch gefallen würde. Ja, Ziele sind wie eine Zielscheibe, habe ich schon gerade gesagt, oder wie es Zig Ziglar sagt. Auf der anderen Seite, wenn man keine Ziele setzt, dann wirst du sie auch immer treffen. Sprich, es ist wichtig, diese Ziele dir wirklich vorzunehmen, und wenn du keine hast, dann keine Sorge, du gehörst nämlich dann zur breiten Masse, nämlich die Hälfte, mehr als die Hälfte der Menschen haben keine Ziele. Geschweige denn, haben sie aufgeschriebene Ziele. Ist aber alles kein Problem. Es gilt darum, Ziele zuzusehen, und viele haben, ja, viele sind abgeschreckt davon, Ziele zu setzen, weil es sie davon abhält, in ihrem Alltag mit einer gewissen Leichtigkeit durchzugehen, und auch nicht enttäuscht zu werden, weil sie ja Ziele auch mit Erwartungen verbinden. Und ja, für dich ist nur wichtig, dich zu fragen, wenn du in den Spiegel schaust: Bist du in dem Moment in deinem Leben an einem Punkt angekommen, den du dir vielleicht vor gewisser Zeit, vor 10 Jahren oder wie du ein Kind warst, in diesem Alter vorgestellt hast? Wenn die Antwort nein ist, dann liegt es daran, dass du damals keine wirklichen Ziele hattest. Und wenn du in die Zukunft blickst und auch nicht genau weißt, wo du eigentlich hin willst, dann bedeutet das auch, dass du gerade keine Ziele hast. Wie schon gesagt, es ist wichtig zu verstehen, dass Ziele eigentlich nur ein Werkzeug sind, deine positive Energie in die richtige Richtung zu lenken. Stell dir es so vor wie ein Kompass, wenn du losläufst, oder wie ein Navigationssystem, wenn du mit dem Auto losfährst und du fährst einfach irgendwie wohin, weißt aber gar nicht, wo du hin willst. Oder du gehst los, rennst los, wirst eigentlich, ich bin hier in München, du wirst eigentlich ins Voralpenland, rennst aber in die falsche Richtung, Richtung Norden, und findest nie irgendwelche Seen oder nie, du findest nie die Alpen. Sprich, du bist verloren, du drehst dich im Kreis. Ein anderes Beispiel, was ich auch gut finde, ist das Teufelsrad. Kennst du vielleicht auf dem Oktoberfest? Da gibt es eine Attraktion, die nennt sich Teufelsrad. Da sitzt man auf einer Scheibe und es gilt darum, so lange oder der Letzte zu sein, der auf der Scheibe ist. Was bedeutet, dass alle, die eigentlich nicht im Mittelpunkt sitzen, die werden nach und nach aufgrund der Zentrifugalkraft werden sie rausgetragen, entweder von selbst oder weil sie keine Kraft mehr haben, sich auf der Scheibe zu halten und weil sie sich auch immer schneller dreht, oder sie werden von Männern mit Seilen, mit Lassos rausgezogen. Und so ähnlich ist es im Leben auch: wenn du kein Ziel hast, dann kommt es vor, dass du dich weiterhin auf dieser Scheibe drehst. Gehst immer wieder zurück auf die Scheibe und wirst immer wieder rausgeworfen, beziehungsweise wirst du von anderen Kräften, von Energien, die nicht zu dir dazugehören, sei es von anderen Personen, von Umständen, wirst du immer wieder rausgezogen und immer wieder von deinem Weg abzukommen, von dem, den du noch nicht mal kennst. Weil, wie willst du einen Weg gehen, wie willst du deinen Lebensweg gehen, wenn du nicht weißt, wo du hingehst? Und wenn du an die Macht der Anziehung oder an das Gesetz der Anziehung denkst oder auch an das Gesetz der Vibration glaubst, dann geht es darum zu verstehen, dass, ja, wenn du auf dieser Vibration, auf dieser Frequenz schwingst, die deinem Ziel entspricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch dieses Ziel, dieses Ereignis, diese Person, diesen materiellen Gegenstand, was auch immer du dir vornimmst, was du erträumst, dass du das auch anziehst. Und daher ist es wichtig zu verstehen, dass Ziele das A und O sind, um sich auf deinem Weg weiter zu bewegen, um dir erstmal eine Richtung vorzugeben, wo du eigentlich hinkommen darfst. So, warum sind Ziele wichtig? Und ich habe auch lange nicht verstanden, dass Ziele wichtig sind, weil ich war so gesättigt von meiner Arbeit als Controller, als Finanzmanager, wo es dauernd darum ging, Ziele zu erreichen und Ziele zu setzen, dass ich keine Lust hatte, mir auch privat Ziele zu setzen oder mir
Vorstellungen oder mir überhaupt erst zu erträumen oder Vorstellungen zu entwickeln, wo ich eigentlich in Zukunft hin will. Was will ich erreichen in gewisser Zeit, in einem Jahr, in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren, am Ende meines Lebens? Wo will ich rauskommen? Was ist noch so, was mich antreibt? Weil Ziele sind nicht nur da, damit du sie einfach nur hast, um Ziele zu setzen, sondern der eigentliche Sinn dahinter ist, dass du dich selbst entwickelst, dass du zu dem wirst, was du eigentlich wirklich wirst. Das Ziel an sich ist nur ein Vorwand. Es soll inspirierend wirken, damit du über dich hinauswächst, damit du deine Talente und deine Ambitionen lebst. Und die hat jeder von uns. Und daher gilt es darum, festzuhalten und die zu verwirklichen, weil alles ist machbar, wenn du dir denkst, das Universum ist unendlich, die Fülle ist überall, du darfst sie nur entsprechend anziehen. Und das passiert, indem du dir das Ganze auch richtig vorstellst. Dazu komme ich aber nochmal später zu sprechen. Jetzt kurz zu den 4 Gründen. Grund Nummer 1, warum du Ziele setzen darfst, ist der Fokus. Es geht darum, deine Energie, dein Wissen, deine Talente, deine Gaben nicht nutzlos und ja, wegzuschmeißen und zu verschwenden, sondern es gilt, sie auch anzuwenden, weiterzugeben. Und indem du dir ein Ziel setzt, indem du dir zum Beispiel sagst, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, ich möchte heute jemanden vom Bahnhof verabschieden, dann fokussierst du dich darauf, zu einer bestimmten Zeit, sagen wir mal 19 Uhr, du wirst um 19 Uhr am Bahnhof sein. Wenn du dieses Ziel dir gesetzt hast, und letztlich ist jedes Vorhaben ein Ziel, dann bist du in emotionaler Verbindung, weil du dich mit dieser Person treffen willst, die noch verabschieden willst. Dann wirst du nicht an jedem Laden anhalten, dann wirst du nicht ans Telefon gehen und dich nochmal abhalten lassen, weil du mit jemandem telefonieren willst. Du wirst nicht auf der Straße von einem bellenden Hund im Garten angehalten werden oder stehen bleiben. Sprich, du wirst fokussiert, du wirst alles geben, damit du pünktlich vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof angekommen wirst und dort der Person ja einen ordentlichen Abschied bescherst. Und so kannst du es auch mit den Zielen sehen. Wenn du dir ein Ziel vorgenommen hast, mit dem du wirklich mit deinem Herzen verbunden bist, dann wirst du auch Wege finden, dahin zu kommen. Und ja, dieser Fokus ist eigentlich das Ein und Alles. Damit diese Ausrichtung passiert, braucht es eben diese emotionale Verbindung, damit du entsprechend weiterkommst. Als zweiter Punkt ist die Kontrolle. Indem du dir Ziele setzt, indem du sie auch messbar machst, kannst du deinen Fortschritt steuern. Es reicht nicht, wenn du nur ein klares Ziel hast, sondern es gilt auch darum, es entsprechend so zu stecken, dass du dich immer wieder selbst auch kontrollieren kannst. Ist das Ziel zu hoch gesteckt? Kann ich heute an die gewisse Tätigkeit erreichen, die mich näher bringt? Schreib dir es auf, ist ganz wichtig. Und wenn du so ein Ziel gesteckt hast und du misst es und sagst am Ende des Tages, boah, cool, ich habe das erreicht, oder du sagst schon während des Tages, ich habe mein Tagesziel schon erreicht, dann bist du in so einer großen Energie, dann bist du in so einer guten Schwingung, dass du entsprechend weitermachen kannst und wahrscheinlich auch weitermachen willst, weil du dir sagst, hey, das habe ich eigentlich ganz locker und lässig erreicht und es fiel mir leicht. Also warum mache ich nicht noch, gehe ich noch einen Schritt weiter? Und ja, dieses Bewusstsein zu verstehen, dass es eigentlich darum geht, deine Zeit mehr zu schätzen, ein gewisses Zeitmanagement einzuführen, auch Energiemanagement, dass du sagst, ich mache morgens eine bestimmte Tätigkeit und damit komme ich meinem Ziel näher. Und wenn ich morgens eben schon diese Tätigkeit erledigt habe, die auch mit gewissen Blockaden in Verbindung ist, die gewisse Schmerzen erzeugt, aber ich mache es trotzdem, weil ich weiß, dass es wichtig ist für mich und wichtig ist für meine Entwicklung und für meinen Fortschritt, dann, ja, dann ist es, was es eigentlich bedeutet, sich selbst zu verbessern und ja, Selbstvertrauen zu entwickeln, weil durch diese Aktionen eben bestimmte Hürden, mentale Hürden, die du vielleicht in dir hast, dadurch erst ja, überwunden werden können. Und
Ja, wenn du dieses, wenn du am Ende eben angekommen bist an diesem Endziel, dann wirst du dir auch sagen, du hast ein besseres Verständnis über deine Vorgehensweise, über dich selbst, wie du am besten funktionierst und kannst wieder mal wieder so ein Experimentieren. Was wichtig ist zu verstehen, wann zu welchen Zeitpunkten deine Energie hoch ist und wann du auch Schritte gehen darfst oder kannst, die etwas schwerwiegend sind. Als drittes ist die Motivation. Wie kommst du weiter, indem du dich motivierst, indem du dich die Faulheit überwindest? Es geht darum, Ziele zu stecken, die dich wirklich begeistern. Es reicht nicht, dich nur zu manifestieren, große Ziele, sondern da fällst du dann leicht wieder ins Gegenteil, nämlich in eine depressive, in eine enttäuschte Stimmung, weil du sagst, ich habe mir doch dieses Ziel ausgemalt und ich schwinge so hoch und ich kann mir das richtig vorstellen, wie es bei mir ist, aber du kommst nicht in Aktion. Und das habe ich bei mir festgestellt und das habe ich auch bei anderen gesehen, dass wenn sie dieses Ziel zu hoch stecken und nicht in die Aktionen kommen oder nicht die entsprechenden Aktionen tun, in die Handlung kommen, dann schaffen sie es auch nicht. Was ist dafür notwendig zu tun? Es gilt darum, dieses Endziel, diesen Traum runterzubrechen auf kleine Schritte und zu sagen, was ist wichtig, damit ich jeden Tag ein bisschen näher komme. Wie komme ich dann wieder aus diesem Alltagstrott raus, indem ich mir Details mache, indem ich mir im Antrieb verschaff, über, wie gesagt, diese Zersplitterung des großen Ziels. Und dadurch steigert es auch meine tägliche Motivation, indem ich weiß, jeden Tag kann ich meinen Beitrag dazu leisten und dafür gilt es, in Aktion zu kommen. Und als vierter Punkt ist du strukturierst dein Leben dadurch, indem du Ziele setzt. Du kannst deine Ziele auf kleine Schritte runterbrechen. Du kannst praktisch einen Prozess dir ausdenken. Du kannst dir einen Prozess holen, indem du Leute fragst, indem du nachschaust im Internet, indem du dir Bücher holst, indem du dir alle möglichen Vorgehensweisen überlegst, beziehungsweise einen Plan dir wirklich im Detail, so möglichst detailliert wie möglich, anschaffst, weil du vielleicht andere Menschen auch schon diese Ziele erreicht haben, die du auch erreichen willst und die das Ganze niedergeschrieben haben, aufgenommen haben, wie sie Schritt für Schritt diesen Weg gegangen sind. Und daher ja, bringt es bring, bringen Ziele und deren Erreichung und deine Motivation dahin zu gehen einen ganz anderen Lebensstil und eine Bereicherung mit sich. Wenn du vielleicht vorher keine Disziplin hattest, wenn du vorher auch nicht gesund gelebt hast, denn ohne dass dein Körper und deine Geist und deine Seele damit auch involviert sind in diese Zielerreichung, wenn das nicht der Fall, wenn die nicht dabei sind, dann wird es auch schwierig, nach vorne zu gehen und Hürden zu überstehen. Also sei dir gewiss, dass diese Zielverfolgung ist ein wichtiger Bestandteil deiner persönlichen Entwicklung und es hilft dir auch wahnsinnig, dich selber besser kennenzulernen und auch zu verstehen, was eigentlich noch möglich im Leben ist und aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und darum geht es letztlich. Und zu guter Letzt will ich dir noch kurz mitgeben, wie du am besten deine Ziele erreichst. Für mich ist es notwendig, dass du zu dir kommst. Du darfst erstmal in Ruhe dich in eine möglichst in einen in einer ruhigen in eine ruhige Umgebung begeben, wo es dir leichter fällt, ja nachzudenken, deine Fantasie spielen zu lassen, wieder träumen, tagträumen auch zu können. Und dann wird sich nach und nach auch einiges ergeben in deiner Vorstellungskraft, in deinen Gedanken. Schreib es nieder, was dir alles einfällt, was du noch erreichen willst in naher Zukunft, wie du dir auch dein Lebensende vorstellst, wo du es vorstellst, mit wem du es dir vorstellst. Und wenn du das geschafft hast, dann lass es einfach mal wirken. Begib dich in Verbindung mit dem Aufgeschriebenen. Und
nach und nach wirst du schon merken, was sich so rauskristallisiert, was wirklich wichtig ist für dich und was dich im Leben weiterbringt und was dich motiviert, vielleicht auch Neues zu tun. Und ich möchte dieses Video beenden mit einem kurzen Zitat nochmal von Zig Ziglar, einem meiner inspirierenden Mentoren. Er sagte, ein ordentliches Ziel, ein ordentlich gesetztes Ziel ist halb erreicht. Was bedeutet, wenn du, wie schon gesagt, wenn du wirklich dich damit beschäftigt hast, wenn du weißt im Detail genau, was du willst, wann du es willst, auch wie du es erreichen willst, wenn du das alles hast, dann hast du dann bist du mit der Zielscheibe ausgestattet und du hast auch die Spicker, die Darts dafür, um dein Ziel zu treffen. Und das lässt sich am einfachsten, am leichtesten ermöglichen, indem du ja, einen Prozess verfolgst. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann setz gerne ein Like drunter, abonniere meinen Kanal und schreib auch gerne in die Kommentare, was du für Ziele dir gesteckt hast oder wie du Ziele definierst und wie du auch deine Ziele erreichst. Ich würde mich darüber freuen, über eine kurze Rückmeldung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.